Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Star Wars Battlefronts hier im Todesstern DLC. Wie ihr seht, wir sind auf der Seite des der Rebellen. Ich wollte schon sagen Imperium, das wäre ja zu schön. Und wir spielen eine kleine Runde Gefecht. T21 möchte ich nicht. Das E11 hätte ich gerne und die Hand brauchen wir nicht, sondern wir nehmen die zweite Hand. Besiege das Imperium. Das werden wir bestimmt hinkriegen. Wie ihr seht, einfaches Gefecht. Wer am meisten, oder sag ich mal, den Kreis da oben voll hat, durch Kills, gewinnt. Sollte ja nicht so schwer sein. Ne? Das sind die netten Herren und vielleicht auch Damen, die da mitspielen. Vielleicht ist ja einer von euch unter euch. Danke, Tomax. J. Tomax. 1000. Ja, aber falls einer von euch da sich wiedererkennt, ne, das gefällt mir da. Ja, dich können wir doch bestimmt flankieren. Ja, wenn man ja schon von spricht, Karma ist. Ihr kennt ja das Sprichwort. Danke! Nun gut. Ja, also, wie gesagt, ihr habt bestimmt auch schon gemerkt, ich habe die ganzen Ladebildschirme rausgeschnitten. Die sind in dem Spiel auch mal wieder unendlich lang gehalten. Und ist auch mal sehr nervig, dass es Ewigkeiten braucht zwischen den einzelnen Spielen, bis er da wieder ein neues Spiel gefunden hat. Ich weiß nicht, ob er sich dann in Amerika irgendwo einloggen muss, um nachzufragen, ob überhaupt das Spiel noch existiert. Auf jeden Fall kommt es so rüber. Und dieses Power-Up, das ist scheiße gewesen. So wenig, wie ich die Karten einsetze. Ja, cool. Ist das eigentlich schon unnötig, dass man dieses Power-Up besitzt. Aber es ist cool, dass es das gibt. Aber jetzt werden wir hier von zwei Seiten. Ja. Ja. Nun gut, dann ist die Zeit halt abgelaufen. Aber für die Zeit haben wir wenigstens neutrale Stats. Und dann würde ich mal sagen, ja, nochmal die Highlights und dann sehen wir uns halt im nächsten Kampf. Ja, willkommen zurück hier in der nächsten Schlacht. Wie ihr seht, wir sind schon wieder auf der Seite der Rebellen. Ich bin wieder dieser alte Knacker. Diesmal spielen wir Druidenalarm. Druidenalarm ist eigentlich auch ganz interessant, weil man. Das ist die Frage, sind es hier zwei oder drei Druiden? Das werden wir ja gleich sehen. Boom! Genau. Eins, zwei, drei Druiden. Hier sind es drei Druiden diesmal. Genau, die muss man kontrollieren, einnehmen und über eine gewisse Zeit halten. Und oben seht ihr ja, wie viel Prozent und die Prozentzahl, wer am meisten nachher am Ablauf der Zeit hat, der gewinnt. Beziehungsweise, wenn man 100% voll hat, dann hat man auch gewonnen. Das, was zuerst natürlich eintrifft. Oh, tut mir leid, dass du AFK warst. Das ist, ich weiß, es ist nicht. Oh, 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 oh. Ist zwar nicht nett, cool. Aber kann man halt nicht ändern, ne? Dafür ist es ja halt das Spiel. Hahaha, er hatte dieselbe Idee. Wir haben einen Druiden erbeutet. Sucht jetzt weiter nach den anderen. Wir haben die Peng. Druiden. Bringt jetzt weiter. Oh, der schießt ja schneller als ich. Das ist ja gemein. Ach, guck mal, jetzt sieht man das genau. Wir haben alle drei Druiden, die Zeit läuft. Subsche. Ja,
Genau, das sind wieder die netten Herren aus der letzten Runde, wieder dabei. Ne, wenn sie einer von euch erkennt, ne, könnt ihr mal ein Gefällt mir da lassen. Ein Daumen hoch. Wir müssen zu diesem Droiden, bevor wir ihn verlieren. Ja, jetzt haben sie den Droiden B. Ach Mann, Leute, was macht er hier? Der Durgendagger. Oder wie man das auch aussprechen will. Durgendagger. Nimm's mir nicht über, wenn ich es nicht richtig ausspreche, oder? Sie haben einen Droiden. Dann hättet ihr vielleicht wir sollten langsam einen Gang zulegen. Einfachere Tags nehmen sollen. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber manchmal weiß man nicht, wie sie sich auszusprechen sind. Was das denn? Nun gut, starten wir bei unserem Partner. Irgendwie hat er das, ne? Der ist echt gut, der Typ. Fachmoos hätte man das gut. Okay, bisschen übertrieben, ne? Ach, sieh einer an, die haben schon 22%. Hut ab. Wir haben die Droiden unter Kontrolle. Verteidigt sie! Ja, und damit haben wir gewonnen. Und das ohne wenig Kills. Mit wenig Kills? Mit wenig Kills.